ein Kratzer im Autolack oder kaputtes Plastikspielzeug. Ärgerlich, aber alles kein Problem. Einfach erhitzen und der Schaden ist behoben. Das klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, soll aber mit der Erfindung von Chemiker Ludwig Leibler bald möglich sein. Der in Polen geborene Franzose hat etwas Sensationelles erfunden. Einen Zauberkunststoff mit revolutionären Eigenschaften. Das Vitrimer. Um so ein neuartiges Konzept wie das Vitrimer zu entwickeln, braucht man eine Vision, Mut, Neugier, brillante Kollegen, talentierte Studenten und auch eine Portion Glück. Diese Zutaten kommen zusammen, als Leibler mit seinen Forschungen beginnt. Doch der Weg zum Erfolg ist lang. Anfang des 21. Jahrhunderts hat Plastik keinen guten Ruf. Es ist nicht recycelbar und nur schwer abzubauen. Darunter leidet die Umwelt. Doch Kunststoff ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Es gibt immer Probleme. Wir wünschen uns einen Werkstoff, der so hart ist wie Metall, dabei recycelbar und reparierbar bleibt und sich immer mehr verformen lässt. Vor rund 15 Jahren gibt es nur zwei Kunststoffverbindungen. Zum einen die extrem belastbaren, jedoch nicht verformbaren Duroplaste. Zum anderen die Thermoplaste. Sie lassen sich leicht verformen, sind aber sehr anfällig gegenüber Lösungsmitteln und Druck. Leiblers Ansatz? Ein Material entwickeln, das so stabil ist wie die Duroplaste, sich aber unter Hitze wie die Thermoplaste verformen lässt. Das funktioniert nur, wenn die Molekularstruktur des Kunststoffs bei Erhitzung erhalten bleibt. Sonst verflüssigt er sich. Leibler selbst vergleicht die gesuchte Eigenschaft mit einer Tanzveranstaltung. Stellen Sie sich eine Tanzgesellschaft vor. Von Zeit zu Zeit ist ein Wechsel des Tanzpartners der beste Weg für eine Veränderung. Genauso wie im wirklichen Leben. Dank dieser Veränderung bewegen Sie sich in ungeahnte Richtungen und erweitern Ihren Horizont. Und um diesen Walzer der Moleküle zu erreichen, machen Leibler und sein Team verschiedene Experimente mit den Duroplasten. Schließlich fügen sie Zink und Carbonsäure hinzu. Es kommt zu einer sogenannten Katalysereaktion. Das ist der Durchbruch. Der Katalysator ist der wichtigste Bestandteil des Harzes. In der Epoxidharztechnologie gibt es viele Katalysatoren, die Wechselwirkungen hervorrufen können. Wir haben uns für Zink entschieden, weil Zink wirksam und natürlich ist. Bei 150 Grad beobachtet das Forschungsteam eine erstaunliche Reaktion. Die Moleküle wechseln ihren Tanzpartner, während die Anzahl der Verbindungen gleich bleibt. Das Material ist damit verformbar, verflüssigt sich aber nicht. Die Vitrimere sind geboren. Zur Freude der Forscher löst der neue Kunststoff viele Probleme seiner Plastikvorgänger. Es handelt sich um einen festen Werkstoff, der vollkommen unlöslich ist. Er kann in einem sehr breiten Temperaturspektrum bearbeitet werden und ist zu 100% recycelbar. Im Gegensatz zu üblichen Polymeren schmilzt er auch nicht plötzlich. Mit den Vitrimeren können wir weitere Müllberge verhindern. Sie können überall dort zum Einsatz kommen, wo normales Plastik verwendet wird. Zum Beispiel im Flugzeugbau oder bei Sturzhelmen. Als zusätzlich aufgetragene Schicht können Vitrimere auch Autolack schützen. Kratzer versiegeln sich bei Erhitzung einfach von selbst. Doch damit nicht genug. Der Franzose forscht gerade an Nanopartikeln, die ähnlich wie die Vitrimere funktionieren. Das ist vor allem im medizinischen Bereich nützlich. Stoffe, die sich über Nanopartikel verbinden. Vitrimer folgt exakt der gleichen Idee. Die Nanopartikel bilden austauschbare Bindungen zum Gewebe aus. Und weil die Bindungen austauschbar sind, kann man eine Verbindung herstellen, die stark genug ist, um die beiden Gewebe zu vereinen. Die mineralischen Nanopartikel können in nur 2 Minuten offene Hautwunden schließen. Die außergewöhnlichen Erfindungen von Leibler bereichern unseren Alltag. Und was hat der Visionär als nächstes vor?
Das ist schwierig. Wir wissen noch nicht, was wir im nächsten Jahr forschen werden. Das Wichtigste ist, dass es interessant ist, Spaß macht und nützlich für die Menschen sein kann. Mit der Erfindung des Zauberplastiks gehört Leibler jetzt zu den auserwählten Anwärtern auf den Europäischen Erfinderpreis. Ob er die begehrte Trophäe in der Kategorie Forschung mit nach Hause nimmt, erfahren wir beim diesjährigen 10. Jubiläum der Veranstaltung in Paris.